So, YouTube, willkommen zurück. Wir wollen weitermachen mit unseren 12 Zerkleinerern und, ja, ich weiß gar nicht, was herstellen diese komischen Dinge. Wobei mir gerade einfällt, wartet mal. Wenn ich hier... Ich brauche hier zwei Eingänge bei den Dingern, bei den Zerkleinerern. Also pro Dings. Das heißt, das muss ich ja durchlaufen. Oh, das ist scheiße. Oh, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Bei der Menge hier könnte das ein Problem werden, dass wir uns die ganze Zeit überkreuzen müssen. Dann werde ich da nochmal kurz zurückgehen und nochmal überdenken, wie wir das machen. Einmal einen Schritt zurück. Okay, also du... Machen wir das eine doch einfach unten und das andere machen wir einfach oben drüber. Das heißt, das eine kommt immer an der Seite an und das andere in der Mitte. Und dann machen wir erst das, was oben rüber geht. Dann haben wir da vielleicht weniger Schmerzen. Und das ist falsch. Oh, scheiße. Weil der kann ja nicht direkt in diesen Lader gehen. Aber das ist ein bisschen... Das sind so die Kleinigkeiten, die mich ein bisschen nerven. Wo ich sagen würde, das könnte man noch mal besser machen. Dass man da nicht immer noch eine Gerade dran braucht. Ich meine, die Gerade kann doch aus dem Lader selber kommen. Und muss ich die mal selber hinmachen. Okay, jetzt habe ich's. Man kann auch irgendwie Sachen kopieren und klonen und einfügen und so, aber ich finde, in so einem Spiel ist ja auch die Sache, wenn man gerade das erste Mal was baut, ist okay. Wenn ich später umziehen würde mit einem guten Layout, nicht, dann wäre es natürlich eine andere Geschichte. Dann würde ich nicht nochmal sagen, ich will das alles nochmal neu bauen müssen. Aber da wir spätestens, wenn wir das hier im Betrieb haben, auf Level 3 Sachen umsteigen, wäre es beim nächsten Mal eh so, dass wir nochmal neu bauen sollten. Sonst muss man alles von Hand upgraden. Auch irgendwie. Oh. Kein Gewinn. Was hat er denn hier gemacht? Manchmal dreht er die Sachen auch ganz wild umher. Frage ich mich auch immer, warum? Lass das auch einfach, wie es ist. Und das ist gut. Okay. Die Armee unserer Dinger wartet. Und jetzt einer muss hoch, dann sagen wir einfach der hier, oder? Oh. Dazwischen zum Beispiel ranzukommen. Aber es gibt ja diesen anderen Modus, der ist viel besser beim Einbauen. Ich finde, der sollte Default sein. Der freie Modus, oder was das ist, der ist nicht ganz so cool. Und hier kriegen wir ein Problem. Hier kriegen wir ein ganz beschissenes Problem, dass wir hier noch nicht hoch können. Ja. Wenn ich das hier hinbaue zum Beispiel, dann sind wir ein zu weit hinten. Oh, Kacke. Eigentlich müsste alles um eins nach vorne. Mist. Das Ziel meines Arbeitgebers ist, die Mitarbeiter vom Studium bis zur Rente zu behalten. Das ist natürlich sehr löblich. Ich meine, das ist ja auch gut. Sofern du natürlich spannende Projekte hast. Wenn du natürlich einen langweiligen
Job hast. Konfiguration kopieren. Shift M einfügen. Ctrl Q, Ziel mit Einstellung kopieren. Kann ich einzeln kopieren, nicht? Kein zerkleiner. Kann ich umsetzen? Wie ging das? Benutzeroberfläche, Tutorialaufgaben, Übersicht allgemein, Gebäude und Maschinen, dann unter allgemein, fortgeschrittene Tipps, Baumodi, Ziehmodi, mehrere Gegenstände auf einmal bewegen, mit Shift Linksklick, aber ich glaube, das ist nur aus dem Menü, nicht? Stapel, Herstellung, Massenzerstörung von Gegenständen, Massenabbruch, Gegenstand und Förderband nehmen, Objekte kopieren. Als Bauen hast du die Wahl zwischen Einrast und dem Freimodus. Nee, das ist es auch nicht. Ansonsten tja, das ist ärgerlich. Ich habe nicht den hier habe ich nicht einberechnet. Dann hätte das nämlich gepasst. Ah, wisst ihr was? Kommt, das Abreißen ist schön. So, die müssen hier hin. Oh, nein. Manchmal schwingt er beim Absetzen halt kurz so hin und her und dann setzt er an verschiedenen Stellen die Sachen ab. Ich hoffe, das ist jetzt auf jeden Fall richtiger. Wir sind bei der Mitte, bei dem Ding kommen wir an. Und hier auch bei dem Ding. Okay, das passt. Ich meine, ist ja doch relativ schnell gemacht. Aber lieber so. Also ich ärgere mich später, dass irgendwas nicht passt, ne? Hier fehlt auch einer. Und ich habe schon fast alle Dinger wieder verballert. Unglaublich. Von dem müssen wir also auch neue herstellen. Ich habe nur noch 6. Boah. Ah, ich glaube, ich hatte welche abgelegt. Kann das sein? So, und den Splitter, den will ich nämlich hier dazwischen stellen. Ich meine, wenn man mal in der Geschichte zurückgeht, dann gab es viele Firmen, zum Beispiel Siemens und Co., die ganze Arbeiter... Viertel zum Beispiel in Berlin geschaffen hat, ne? So, die bleiben unten. Ja, wir machen erst die nach oben noch fertig. Weil das einfach zur damaligen Zeit auch eine clevere Sache war. Weil Mitarbeiter, die früher zu Hause sind, sind zufriedener. Wirklich, heutzutage musst du irgendwie 8 Jahre rumpendeln. Da hat doch keiner Bock drauf.
Okay, der hier ist eine Spezialanfertigung, nicht? Weil der muss... Okay, oder wir machen das mit allen so lieber auch. Gefällt mir irgendwie visuell ein bisschen besser. Ich weiß noch nicht, wie weit die nach vorne kommen müssen. Hier hätte ich gerne so ein paar Dinger nach unten oder vorne, dass ich sehe, wo das Ding wirklich ist. Weil es hat ja nicht mal einen Schatten. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt auch. Ah, aber das passt nicht. Oh. Weil wir das hier... Ah nee, es passt. Oh Mann. Oh Mann. Ich denke auch nicht nach gerade. Mein Kopf ist irgendwie Matschepampe. So, nochmal. Wir müssen ja nicht nach unten. Wir müssen ja hier oben ran. Das heißt, so hier... Und hier müssen wir ja nur mit einem Ding rein. So, und dann wäre das nämlich schon erledigt. Boah, es ruckelt gerade ganz schön. Manchmal hat das Spiel echt Probleme performance-technisch. Ich glaube, das kommt aber immer, wenn es speichert und man gerade zu viel macht. Dann kommt das in die Bredouille und fängt an zu laggen. Wir haben aber auch schon sehr viel aufgedeckt. Aber ich habe schon durchaus auch größere Karten und Maps gesehen. Shit, wenn ich hier natürlich hochgehe. Gut, aber wir müssen hier ja nicht hoch. Wir können ja hier erst hochgehen. Oh, dann passt das. Und nach oben. Bei dir ruckelt nichts. Das ist gut, ich habe es aber gemerkt. Das sind immer so Mikro-Ruckler. Dann hängt das UI und du kannst zum Beispiel nichts eingeben. Doch, damit kann ich leben. Doch, damit kann ich leben. Aber warte mal. Ich muss ja die drei Dinger... Oh, ich habe ja 6 Dinger und ich muss das ja an alle liefern. Au, oh, Kaka. Oh, große Kaka. Ja, wartet mal. Dann muss ich es ja doch so machen. Dass wir es noch einfach setzen. Oh. Ich meine, das ist hier noch nicht schlimm gewesen. Auch hier wird das nicht schlimm. Hier wird es ein Problem. Da heißt es... Einmal hier weg. Aber da können wir ja eins weiter nach hinten. So. Und das gleiche dann hier bei ihm. Ah. Wäre irgendwie cool, wenn der Abrissmodus wie der Baumodus funktioniert. Wenn ich ziehe, dann macht das automatisch oder so. Sodele. Guck mal. Eigentlich können wir hier auch direkt hoch, oder? Dann bleibt das einheitlich. Und dann können wir auch mit den anderen nämlich unten drunter hin.
So ist es geplant. Oha. Na komm. Okay, der andere Modus ist einfach tausendmal besser. Der ist richtig gut. Ich gehe richtig so um die Kurve nicht mit, damit ich sehe, ob ich das da platziere. Es ist einfach dämlich. Warum macht man sowas? Es hat schon bei Autospielen nicht funktioniert. Es wird auch hier nicht funktionieren. Eine Rampe ist eins zu früh. Nö, bis jetzt noch nicht. Also sehe ich zumindest nicht. Wahrscheinlich wirst du am Ende recht behalten und ich werde mich dann wundern. So, hier gehen wir auch gleich nach oben. Jetzt kommen wir uns natürlich hier hinten selber in den Weg, nicht? Jetzt würde ich lachen, wenn ich unten drunter nicht lang gekommen wäre. Der ist aber eins zu früh. Aber ich muss leider erstmal das bauen, damit ich es danach wieder setzen kann. Ah, er passt es automatisch an. Ja, das ist ja cool. Okay. Das heißt, wir können hier erstmal. Das so machen. Und dann fügt er das automatisch korrekt an. Ah. Sehr gut. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Aber die Kurve macht er nicht automatisch, oder? Ja. Oh, das ist ja wie auf Kante genäht. Zack. Sehr gut. Du kannst den anderen noch nicht angeschlossenen Anschluss nicht drankommen, der neben den drei parallelen Rampen ist. Warum soll ich hier nicht rankommen? Also bis jetzt sehe ich noch kein Problem. Den machen wir auch als erstes, dann wissen wir, ob wir ein Problem haben. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Scheibenkleister. Oben der Anschluss, aber oben ist doch alles angeschlossen. Oben ist doch fertig. Also oben muss ich da nichts mehr anschließen. Da passt. Aber ich komme hier unten nicht ran, weil ich nicht so klein bin. Das ist eher das Problem. Da ist ein freier Anschluss. Ja, der bleibt ja auch frei. Den brauchen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht zusammenfügen, sondern verteilen. Und dann passt das. Ah! Beim Loslassen setzt er mich ein Stück nach rechts, deswegen bin ich eben auch runtergefallen. Alles klar. Ja, dann gehen wir doch lieber so direkt daran. Dann mache ich den hier weg. Also ich glaube, das passt.
Ja, so ein paar Sachen ausblenden wären ganz cool, nicht? So. Haben irgendwas im Mund. Oh. Irgendein Staub oder sowas im Mund geflogen. Oh. Das passt. Und jetzt gehen wir bei denen so vor wie bei den anderen. Nur das, was unten machen. Passt. Passt. Oh. Passt. Haben wir. Alle Anschlüsse ready. Und jetzt kommt hier schon mal das Erz rein. Aber es gibt noch keinen Strom, also legt er noch nicht los. Das ist gut. Und wir müssen alles wieder zusammenfügen. Und Strom brauchen wir auch noch. Aber Strom können wir da abzweigen. Das wäre kein Problem. Warum hast du denn Rampen drin gebaut, wenn du das Band gar nicht brauchst? Naja, an einer Seite ist ja ein Band dran. Das ist ein Verteiler. Oder ein Zusammenfüger, je nachdem, wie du ihn benutzen möchtest. Ein Band geht ran. Reicht doch. Zwei gehen raus. Die Seite brauchen wir nicht. Das hat alle seine Richtigkeit. Andere bauen das anders. Die machen lieber diese T-Sachen und Y-Sachen mit Förderbändern. Aber da bin ich kein Fan von. Ich mag die Verteiler lieber. Aber die sind doch viel zu umständlich. Ja, aber ich mag sie trotzdem lieber. Aber das ist nicht effizient. Aber ich mag sie trotzdem lieber. Aber du musst doch. Nein, ich muss gar nichts. Ich benutze meine Verteiler. Ich finde die einfach klasse und deswegen benutzen wir die. Ja, hier ist alles voll, nicht? Weil wir hinten nichts mehr rausnehmen. Was habe ich denn? Was fehlt denn? Die Verteiler, die hatte ich hier irgendwo reingeworfen. Da, 46 Stück. Muss ich die nämlich nicht herstellen. Wasser können wir jetzt auch mitnehmen. Das brauchen wir auch da hinten. Und Förderbänder, nicht? Die habe ich. Und die Verteiler. Okay. Stromdings. Haben wir da noch einen? Einen haben wir. Ich brauche aber zwei. Ja, das Jetpack wäre auf jeden Fall eine Erleichterung. Mal, laufe ich in die richtige Richtung? Ja, da. Ist eigentlich ganz gut. Weil das so hoch ist, dass man es gut sieht. Hallöchen. Wir haben hier nur keinen Aufgang. Ach doch, da. Perfekt. Mein Vergangenheits-Ich wieder an alles gedacht. So, jetzt müssen wir die gleiche Chose auf der Seite machen, aber die ist einfacher, nicht? Weil hier kommen immer zwei raus, das sind Ausgänge. So. Und dann brauchen wir hier vor ein bisschen mehr Platz. Das ist so eine schöne Fläche geworden. Wir brauchen wahrscheinlich eh noch mehr Platz. So, die Dinger werden dann hier zusammengefügt wieder.
Ja. Und die können wir noch mal auf Ausgang stellen. Zack, 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 zack. Oh, schon 21.14 Uhr. Uiuiui, Leute. Die Wochenenden gehen so schnell um. Aber gut, dieses Wochenende haben wir so viel erlebt. Es war wirklich ein Abenteuer. Ich glaube, die nächsten Wochenende werden nicht ganz so geil. Es soll nämlich auch regnen. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, IRL-Fahrradfahren fällt dann natürlich aus, leider. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann als Alternative machen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir die Hälfte Eingangsdinger. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Rein dort. Ich würde am liebsten gar nicht mehr aufhören. Ich glaube auch, im Kopf ist man freier, wenn man weiß, man muss nicht arbeiten. Dann würde man auch ganz anders Dinge planen, herangehen, auch zeitlich. Okay. Haben wir. Jetzt geht's aber weiter. Wir haben 12 von den Dingern, das heißt, wir könnten theoretisch 24 Stahlschmelzen bauen. Rein theoretisch, nicht? Machen wir jetzt nicht. Aber theoretisch könnten wir. Und wir müssen dieses Ding hier wahrscheinlich aufteilen in zwei Stromnetze. Weil wenn ich das nicht aufteile in zwei Stromnetze, haben wir wahrscheinlich ein Problem. Na? Ja, komm, das muss jetzt weg. Weil wir sonst einen Stromoverflow haben. Ich habe nämlich letztens erst entdeckt, wo die Stromanzeige ist. Die haben die echt gut versteckt. Die ist irgendwie nicht mehr im UI drin. Gab schon mal ein Spiel, wo das aus dem UI weg war. So ein essentielles Feature. So. Jetzt haben wir nur noch hier hinten den Aufgang. Ah, die Seite ist auch nicht relevant. Das Problem ist, da hinten kommt natürlich das Zeug nicht hoch. Das ist ein Problem. Aber da werden wir uns erst gleich drum kümmern. Das heißt, 24 auf 6 heißt 4 pro Ding. Das heißt, 2 Verteiler pro Ding. Dann machen wir die Verteiler mal hier so hin. Die beiden gehen hier rein. Zack. Und dann geht's direkt wieder in Verteiler. Na, warte mal, wenn die so aneinander sind, dann könnten die jetzt 1, 2. Nicht noch. Dann müsste ich ja 2 dahin machen. Das heißt, die können nicht so eng aneinander sein. Okay, okay, klar, macht Sinn. Wie viel haben wir jetzt gelassen? 3. 1, 2, 3. Okay, das wieder. Ein Abstand. Ein Abstand.
Oh, das war falsch. Oh, falsche Taste. F. Und wir brauchen noch mehr Platten. So. Schön. Und das müssen wir dann auf beiden Seiten machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Abstände passen. Da werde ich mal gucken. Schmelzen. Wir haben erst eh nur 14 Schmelzen. Zweiter Rettungsfluchtweg fehlt. Oh ja. Wir müssen eh mit Treppen und so bauen. Aber eigentlich kommt hier ein Fahrstuhl hin. Wir können den Fahrstuhl nicht bauen, ohne diese Fabrik zu haben. Weil die andere Fabrik alle gelaufen ist. Das ist das Problem aktuell. So, jetzt könnte ich die... Die müsste ich auch stromtechnisch voneinander trennen. Und dann stellen wir die so zu viert nebeneinander. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Ja, passt doch. Ich hoffe nur nicht, dass die so viel reinziehen, dass das von der Abnahme nicht klappt. Und wir dann ein Problem kriegen mit den anderen Eingabezeiten. So, dann nochmal vier. Und die haben wir immer wie gestellt? Immer genau davor. Und die Tafel aber in die andere Richtung. Ich glaube, das sind mehr Stahlschmerzen, als ich vorher überhaupt planen hätte können. Und das reicht mir schon. Der Rest ist jetzt als Bonus. Und die Möglichkeit, das zu erweitern. Also nicht relevant erstmal. Das heißt, jetzt haben wir erstmal unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schmelzen für Stahl. Und das aus zwei Dingern. Das heißt, 8, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16... Nee, warte mal, 8, 16, 24, okay, klappt. Es ist doch, sieht doch wunderschön aus. Jetzt brauchen wir Strom. Wo lassen wir den Strom ankommen? Ah, nicht nur Strom, wir brauchen ja auch wieder Ausgänge. Stimmt ja. Das muss ja auch irgendwo hin in ein Lager. Oh, Kacka. Dann machen wir das halt alles in ein Lager. Automatisierungsspiele, ich sag's euch. So, Ausgang, Ausgang. Zum Glück hat man hier wirklich mal Platz. Bei vielen Spielen ist es so, dass man halt am Anfang gar nicht so weit auseinanderbauen kann. Und das nervt mich tierisch, dass man dann immer so immer neu anfangen muss quasi oder alles abreißen muss. Gut, muss ich ja auch, aber nur, weil ich das halt so wollte, nicht? Aber hier kann ich ja weit genug voneinander bauen und dann ist gut. Bei anderen Spielen kann ich vielleicht gar nicht so weit im Level fortschreiten oder... Ich kann gar nicht so viel bauen, weil ich gar nicht so viel Ressourcen habe. Das ist hier zum Glück ein bisschen anders. Oh, wir brauchen noch mehr Fläche. Okay, aber dann haben wir endlich Stahl.
Ein langer Weg. Ein Fahrstuhl zählt nicht als Fluchtweg, weil er im Brandfall nicht benutzt werden kann. Ach, ob es hier Brandfälle gibt. Solange ihr nicht zündelt, Chat, wird hier nichts passieren. Und ich hab euch im Auge. Ich weiß, ihr seid kleine Kokler. Hä? Ich wollte das hinsetzen. Was macht er denn? So. So. Sehr gut. Das heißt, eigentlich fehlt jetzt nur noch für Stahl, dass wir da hinten Zeug drin haben in diesem Lager. Und der Strom. Das heißt, wir holen das Zeug jetzt mal. Strom ist da, der ist nicht das Problem. Den kann ich hier rüberziehen. Ich weiß halt nur nicht, an welcher Stelle es sinnvoll ist. Also hier ist die äußere Kante von dem Ding. Von hier geht die Stahlsachen weg, nicht? Stahl wird nicht hier weiterverarbeitet. Das hier ist nur für Stahlherstellung. Aber nicht für Stahlbenutzung. So. Ups. Hübsch, oder? Wahrscheinlich wird unser Stromverbrauch jetzt zu hoch sein und alles auseinanderbrechen. Ich baue jetzt mal den Stromverteiler hier hin, oder? An die Ecke. Ich meine, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Wir müssen ihn eh wahrscheinlich verteilen. Und dann gehen wir einfach von dem Ding hier ab. Im anderen Baumodus, dann können wir es auch besser setzen. Da zum Beispiel. Und so die Frage, kann das Ding so hoch? Oder muss ich da noch einen in der Luft hinsetzen? Verdammt. Nicht hübsch ohne zweite Treppe als Fluchtweg. Ja, die Treppen kommen eh ganz weg. Beim anderen haben wir auch keine Treppen. Fahrstühle sind hier sicher genug. Wir sind in der Zukunft. Außerdem sind wir ein unzerstörbarer Roboter, der selbst Sprengungen aushalten kann. Das wäre zu hoch, nicht? Aber, ich könnte hier aber hoch und dann daran. Sehr gut. Wir können jetzt mal gucken. Netzattribute. Das dürfte das hier sein. Nee, das kann es nicht sein. Da sind Gießereien. Wo ist denn das neue Ding hin? Hier. Ach, 86 Lader. 12 zerkleinere, 8 schmelzen. 86 Lader. Gut, hier sind 29, hier sind 82. Das geht halt echt schnell in dem Spiel. Ich finde dieses Lader-Konzept irgendwie bedingt gut. Dass man die ständig bauen muss. Ja, das ist nett. Nicht? Aber auch irgendwie nervig. Okay, und da hinten läuft jetzt das Zeug erstmal vom Band aus hier hin. Und verteilt sich dann da rein. Wir gucken einmal. Da ist es angekommen, da ist es angekommen, da, da und da. So, was müssen wir noch auswählen? Ja, was wir überhaupt herstellen wollen. Xenophyrit. Zum Beispiel, dass er hier auch nicht einfach die zweite Seite sich merkt. Ist auch ein bisschen nervig. Es könnte sein, wenn der Input anliegt, dass er dann automatisch auf dieses Rezept umspringt. Aber ich möchte das gerne auswählen.
Wahrscheinlich kriegen wir, was eigentlich hier in der Luft, dem nächsten Rezept, wo das alles optimiert ist, dann müssen wir es eh nochmal abreißen. Und hier Inventar verwalten. Achso, okay, die macht automatisch je nachdem, was da reinkommt. Die schmelzt es ja einfach nur. Da kann man kein Rezept auswählen. Dann holen wir die anderen Sachen. Das heißt, laufen, 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 laufen. In der Zukunft wurde ungewolltes Feuer technisch unterbunden und unmöglich gemacht. So sieht's aus. Und selbst wenn, ist es egal, weil die einzigen, die drunter leiden, sind diese schrecklichen Bäume. Ich bin aus einer unzerstörbaren Legierung, ähnlich wie die Daleks von Doctor Who. Ich werde die Zeiten überdauern und wiederkommen. Bzzz. Ich habe die Explosion von diesem Ding da oben überlebt. Ich kann alles überleben. Das sieht so aus, als ob da eine Kurve fehlt. Das können wir alles gleich mal überprüfen. So, dann holen wir erstmal hier das Zeug uns ab. Zank. Ups. Und haben wir noch irgendwelche Sachen? Sprengstoff. Hier, da können wir das Zeug reinwerfen. Und dann nochmal hinlatschen. Und dann sollten wir wieder Stahl kriegen. Ja, und dann würde ich erstmal Stahl produzieren lassen. Dann dem Fahrstuhl nachziehen. Und dann hinten das Ignum-Erz noch anbauen. Und dann haben wir eine wunderschöne Stahlproduktion. Darunter ist auch richtig schön dunkel. Ja, also da entstehen auch neue Biotope hier drunter. Das muss man ja auch mal positiv sehen. Nicht nur immer alles schwarz auf schwarz und negativ sehen. Das ist auch mal ein Vorteil. Ja, darunter ist kühler, die Frösche können sich vermehren, neue Arten entstehen. Ist doch wunderbar. So. Das Ding. Oh, es hat genau für einmal Bandfüllen gereicht. Bin gespannt, wie viel Erz da rauskommt. Warte, irgendwie konnte man. So, mit Shift das hier reinwerfen. Wunderbar. Wir gucken. Das hier kommt an. 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 Und hier kommt das an. Also die Seite funktioniert. Hier kommt das Zeug raus. Hier fehlt eine Ecke, du hast recht. Aber nicht eine Ecke fehlt, er hat nur nicht erkannt, dass es eine Ecke sein soll. Zack. Und was haben wir vergessen? Auf Output zu stellen. So, das Zeug fließt und verteilt sich in die Schmelzen und die Schmelzen fangen dann an, wunderbar den Stahl zu produzieren. Und was? Oh, hier fehlt auch noch einer. Zank. Schön, es funktioniert. Und wie viel Strom verbraucht das Ganze gerade? Das ist jetzt die wichtige Frage. Ach, gar nichts. Bis 5 Megawatt haben wir. Hier muss ich nichts aufteilen. Das ist ja geil. Und das, obwohl es bei voller Suppe gerade läuft. Ah, da haben wir alles schön verteilt. Sehr gut.
56 Stahl, das reicht schon für die entsprechenden Fahrstühle. Das heißt, in der nächsten Folge können wir die Fahrstühle anbauen und dann zumindest die eine Seite schon automatisieren. Damit hier das reinkommt, dann müssen wir ja nur den Fahrstuhl hinbauen, dann ist es fertig und die andere Seite kommt dann im Laufe der Zeit dazu. Da können wir auch nochmal Zeug nachholen aus dem anderen Lager drüben. Und dann passt das. Okay, ich glaube, nee, die sind noch nicht fertig. Die produzieren noch ein bisschen nach. Geil. Das heißt, wir können da auch die zweite Charge bauen. Und wir können sogar den Aufzug bauen, dass wir hier hoch oder runter könnten. Cool. Und ich würde sagen, damit geht es in die nächste Folge. Bis gleich.